Ali, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Wir haben die letzte Folge hier beendet. In einer der versunkenen Krypten, in einer relativ großen sogar. Unsere Spitzhacke ist leider schon so gut wie im Eimer. Deswegen bin ich gerade noch am Überlegen, ob wir hier überhaupt weitermachen. Aber ich würde mal sagen, wir prügeln die noch so weit, bis sie kaputt ist. Da haben wir noch mal ein bisschen Eisen bekommen. Das geht halt auch relativ schnell mit dem schlammigen Schrott. Das finde ich echt cool. Also Eisen abbauen macht irgendwie mehr Spaß als Kupfer. Klar, Kupfer finden wir größere Vorkommen. Und auch meistens nicht von so starken Gegnern beladen. Jetzt ist sie kaputt. Wir haben es aber noch zu. Das heißt, wir kriegen hier keinen Ärger weiter. Und wir haben 13 weitere Eisen gefunden. Dann machen wir jetzt raus. Gehen einmal... Oh, die sind immer noch hier. Scheiße. Wow, das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Die haben schön gewartet auf uns, ne? Nee. Ihr könnt bleiben, wo ihr seid. Lasst mal gucken. Wir müssen hier oben lang. Jetzt kommen bestimmt gleich noch 1 Million Schlundegel. Und wir sind komplett im Eimer. Wir müssen mal was futtern. Guck mal, Würstchen, Nixenfleisch, normales Fleisch. Also wenn unser Charakter hier nicht bald einen Gichtanfall kriegt, dann weiß ich auch nicht. Ich laufe komplett falsch. Ich stehe gerade noch ein bisschen unter Schock von den komischen Schlammdingern. Ja. Dann machen wir jetzt zurück, dann hauen wir das Eisen mal in den Ofen. Dann können wir generell mal ein bisschen Bestandsaufnahme machen, wie viel Eisen wir mittlerweile schon unser eigen nennen dürfen. Und dann rüsten wir uns erstmal wieder soweit ganz gut aus, dass wir weiterhin in der versunkenen Krypte weitermachen können. Ich habe leider eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Egal welchen Boss wir noch besiegen werden, es gibt keine Fähigkeit zum schnelleren Spitzhacken. Ich habe jetzt nochmal geguckt, weil mich das einfach interessiert hat. Aber leider nicht. Ich verrate euch jetzt nicht, was die nächsten Fähigkeiten sein werden. Das kriegen wir dann alles schön raus. Ich habe es natürlich gelesen, weil es stand in dem Artikel mit drin. Sind auch noch ein paar coole Sachen dabei. Aber schnelleres Spitzhacken leider nicht. Aber naja. Einerseits verbessern wir uns ja so oder so, was die Nahrungsmittel angeht. Das heißt, unser Ausdauerbalken ist so oder so früher oder später doppelt bis dreifach so groß. Und wir kriegen ja auch bessere Hacken. Was bedeutet weniger Schläge um Kupfer, Eisen, Gold, was auch immer es alles noch geben wird, klein zu kriegen. Das heißt, ich denke mal, es wird noch entspannter. So dass wir nicht unbedingt die Fähigkeit noch brauchen. Weil es wahrscheinlich auch so ganz gut klar gehen wird. Wieder der Berserker. Ist bestimmt der, der vorhin schon bei uns war. Wohl, nee, der war ja in der alten Base. Ich denke nicht, dass er so weit gelaufen ist. Mal gucken, ob wir den auch blocken können. Auch den kriegen wir geblockt. Da hinten kommt ein Schamane. Oh shit, unsere Ausdauer. Au. Ah, und noch ein Kräuling natürlich. Warum haben wir denn gerade so wenig Ausdauer, weil ich die ganze Zeit lang gerannt bin, ne? War ein bisschen doof. Und wir sind nass. Auch nicht gut. So, wir haben ein bisschen was. Ja, eine Nixe noch. Kommt doch alle her, ist da kein Problem. Krass, dass wir mittlerweile auch den Berserker hier blocken können. Wir viel, viel eher machen müssen mit dem Schild. Ja, deine Heilung kam ein bisschen spät, mein Guter. Aber wir sind voll, wir können gar nichts mehr aufsammeln. Mal gucken, ob es nachher noch liegt, dann nehmen wir es dann mit. Schon wieder 4-mal Honig. So, sehr schön. Dann machen wir hier gleich mal einmal reparieren. Dann machen wir hier nochmal reparieren. Dann hauen wir hier vorne unser Eisen rein. Ist noch was drin, das heißt, wir brauchen wieder Kohle. Dann lasst mal kurz schauen. Wir haben schon wieder ein ganz schön paar Pilze gefunden. Moment, die sollten... Nein, da oben rein. Hier ist es irgendwie ganz schön dunkel. Wir hatten doch Fackeln hier drin stehen, oder? Wo sind denn die Fackeln hin? Bin eigentlich relativ sicher. Ach, hier.
Was, kein Harz? Habe ich nicht gerade Harz gesehen? Nö, habe ich nicht. Wir hauen mal ganz kurz Harz in die Fackeln. Ja, wir tauschen mal schnell den Honig. So. Zack, zack. Zack und zack. Hier hinten hatte ich noch keine hingebaut, ne? Nee, noch nicht. So, dass wir hier wenigstens ein bisschen was sehen. Wir haben eine weitere Trophäe bekommen. Wir haben hier noch Blutsack. Das hauen wir jetzt erstmal beim Fleisch mit rein. Normales Fleisch haben wir auch bekommen. Erze können wir noch eingesteckt lassen. Stein weg. Was haben wir hier? Verwitterter Knochen. Da kommen wir bei Knochen rein. Die Trophäe kommt raus und hier drüben rein. Dann wollte ich hier die Pilze mal noch schnell wegpacken. Was haben wir hier alles noch? Schlamm. Den Glibber. Wir haben noch mehr Trophäen. Und wir haben auch noch mehr Knochen. Und wir haben auch noch Innereien. Das ist echt Wahnsinn, wie schnell sich das Inventar hier füllt. Man kommt teilweise gar nicht hinterher. So, dann haben wir das erstmal alles bei Sonstiges hier rein. Den ganzen Spaß. Was haben wir hier? Bernsteinperle ist wertvoll. Dann kann sie hier rein. Holz hatten wir, glaube ich, hier drüben irgendwo reingepackt. Genau. Und dann passt es doch erstmal. Uralte Rinde. Werf's mal mit dort rein. Ich weiß noch nicht genau, was wir damit anfangen können. Und dann sieht es ja soweit erstmal gut aus. Kohle wollten wir holen. Nicht vergessen. Jetzt muss ich selber mal hier oben. Die Kiste war's. Können halt eh immer nur 20 reinpacken. Und dann bringen wir das schnell noch weg. Dass es hier weitergehen kann mit unserer Eisenproduktion. So, die 20 Stück rein. Können ja mal gucken. Wir haben 20 Kohle und wir hatten... Ist komplett voll. Ich weiß nicht, ob es 10 Eisen ist. Könnte auch sein, dass noch Zinn oder Kupfer drin ist. Sehen wir dann. Wir hauen uns jetzt erstmal ins Bettchen. Wir müssen es hier oben auch mal ein bisschen schöner machen. Es sieht halt echt sehr, sehr schlecht aus. Aber ich habe einfach lieber immer so 1000 kleine Baustellen, wo man in jeder Folge mal ein bisschen weitermacht, als dass wir jetzt 3, 4, 5 Folgen einfach nur hardcore ein Gebäude durchziehen. Ich finde, so ist es auch ein bisschen spannender. Und so wird halt immer Stück für Stück was fertig. Seit wann haben wir denn hier so eine Spalte drin? Ist das normal? Ja, scheint so. Fällt wahrscheinlich nur wegen dem Feuer so auf. Beziehungsweise wegen der Fackel. Wir sind ausgeruht, haben wieder 15 Minuten mehr Ausdauer. Können jetzt einmal hier gucken. Hat er alles fertig gekriegt? Ne, 4 immer noch, obwohl wir die ganze Nacht gewartet haben. 7 Kohle. Also es verbraucht schon echt eine ganze Menge. Karotten sind gesund. Wir haben 5 weitere Eisen. Ach, ist das schön. Und ich muss sagen, mir gefällt das Gebäude hier auch echt cool. Das finde ich echt geil, ist halt echt einfach so passiert. Und ansonsten so die Symmetrie. Sieht schon schick aus, das Portal werde ich mal noch rausbauen, das gefällt mir hier irgendwie noch nicht. Und generell müssen wir hier auch noch ein bisschen mehr Deko und alles auch ein bisschen voller stellen. Meine Gebäude sind halt alle ziemlich leer. Aber das kommt schon noch. So, Metall. Wir haben mittlerweile 21 Eisen, ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet... dass wir jetzt nochmal Kohle in den Schmelzofen werfen. Nein, das bedeutet, dass wir unser erstes Eisenteil bauen können. Wir hauen hier nochmal ordentlich Kohle rein. Hier drüben wird auch nochmal ein bisschen Eisenschrott reinpassen. Und dann schauen wir einfach mal kurz an die Schmiede. Ach. Ich verwechsel die beiden immer. Muss ich mir noch ein Schild dran bauen. So. Wir brauchen dafür Schmiedestufe 2. Da gucken wir dann gleich nochmal. Also, was hatten wir denn alles? Eisennägel. Da werden wir wahrscheinlich wieder etlich viele Rezepte für kriegen, sobald wir das bauen. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Sondern Eisenpfeil ist halt, 20 Pfeile für ein Eisen. Ganz ehrlich. Ist zwar natürlich krass vom Schaden, aber ich finde aktuell mit dem besseren Bogen... Und auch so Feuerpfeil, Giftpfeil. Ich glaube, da gehen wir lieber auf Feuersteinpfeile. Eisenaxt zum Holzsammeln. Ja, geht eigentlich aktuell auch. Der Jägerbogen war das mit Eisen, ne? Wie viel hat der gemacht? Stechen 42. Und wir haben hier aktuell 38. Wir können den zwar dann auch noch weiter upgraden und kommen wahrscheinlich, keine Ahnung, auf 46, 48. Aber lassen wir auch erstmal. Mir wäre tatsächlich aktuell...
Rüstung am liebsten, weil wir halt durch die Trogger und so weiter doch schon ganz schön heftig Schaden kriegen. Schwert ist auch noch okay, ich finde eigentlich Schaden machen wir aktuell genug. Das heißt, wir können uns einen Eisenhelm basteln. Und ansonsten Beinschienen und eine Schuppenrüstung. Die kosten alle gleich, 2 Hirschfell und 20 Eisen. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach oben an mit dem Kopf. Ist natürlich das Teil, was man am wenigsten erstmal sieht, weil es am kleinsten ist, aber wenn das so weitergeht mit den versunkenen Krypten, dann bin ich doch sehr zuversichtlich, dass wir hier relativ schnell eine Eisenrüstung zusammengebastelt haben. So, 20 Stück und 2 Hirschfelle hatte ich gesagt. Und wir müssen das Ganze noch auf Stufe 2 kriegen. Jetzt müssen wir mal im Bauhammer gucken. Herstellung. Werkbankverbesserung, Handwerkstation, Schmiedeverbesserung. Der Blasebalg, 4 Ketten. Den haben wir, glaube ich, noch nicht mal drüben. Wir hatten was anderes. Wir hatten den Amboss, glaube ich, gebaut und Schmiedeamboss. Nee, Schmiedeamboss auch noch nicht. Das kostet Kupfer. Also 2 Bronze, 5 Holz wäre das günstigste zur Verbesserung. Haben wir hier noch 2 Bronze rumliegen? Ich glaube nicht, ne? Natürlich nicht, aber 2 Bronze ist halt auch relativ teuer. Naja, was heißt relativ teuer, aber wir können uns wieder nicht teleportieren damit, das ist das Problem. Für 2 Bronze bräuchten wir 4 Kupfer und 2 Zinn. Das heißt, uns fehlen noch 2 Kupfer. Ha! Manchmal ist das Spiel auf meiner Seite. Nein, wir sind zu voll. Ach Mist. Und gleich wird man wieder direkt gedisst. Aber cool, wir haben die 2 Kupfer noch. Dann haben wir die hier eben noch mit hier hinein. Eisen kannst du einsammeln. 2 Kupfererz drin. Was sagt die Kohle? Kohle passt. Haben wir noch welche? Nö, wir haben keine mehr. Dann können wir die hier noch auf Stufe 2 bringen. Dann machen wir uns unser erstes Eisenrüstungsteil und zwar den Helm. Und dann würde ich nochmal gucken. Wir hatten den Met des Giftwiderstands ja auf jeden Fall schon gebraut. Was haben wir hier noch? Ausdauermet. Ich würde mal 2 Stück davon noch einpacken. Eigentlich müssten wir uns noch Würstchen basteln. Dann müssen wir nochmal in die alte Basis rüber. Also wir nehmen auf jeden Fall die 2 mit, weil der Giftschaden ist echt zu heftig da drüben. So, ein Kupfer hat er schon. Das Ding hier können wir eigentlich auch mal abbauen. Und das Feuer können wir mal wieder anzünden, aber ich habe ein bisschen Holz dabei. Aber nicht jetzt, wäre Verschwendung. Es ist wieder ein ganz schön nebliger Tag. Was ist denn hier? Hat jetzt die Kohle nicht gereicht? Ach, das gibt's doch nicht. Da waren da gerade noch 4 Stück drin. 4 Stück. Für einen Kupfer. Also ich muss definitiv wieder Holz sammeln gehen und mehr Kohle, ne? Die geht so schnell weg. Die ist ja mittlerweile wirklich unabdingbar. Wir brauchen das ja eigentlich für alles. Wir brauchen Kupfer, wir brauchen Zinn, wir brauchen Eisen. Mann, Mann, Mann. Naja, cool. Dann machen wir hier gleich Stufe 2. Dann haben wir unseren Helm. Und dann können wir damit eigentlich ausgerüstet auch wieder zurückgehen in die Krypten. Es wird jetzt die nächsten Folgen tatsächlich erstmal ein bisschen Sumpfland erkunden, Krypten erkunden, Eisen sammeln werden. Und dann eventuell mal gucken, was wir hier raus noch machen. Ich würde es halt ganz gerne noch vergrößern, weil ich ganz gerne noch ein Häuschen hätte. Also ein richtiges Haupthaus halt. Mit mehreren Eingängen. Wir haben ja mittlerweile auch den Steinmetz. Das heißt, wir könnten rein theoretisch höher bauen. Und vor allem halt auch mal mit Steinen. So ein schöner Steinboden oder so, das wär's doch. Und vor allem auch so ein bisschen Steinmauern, dass wir halt generell höher kommen, was die Statik angeht. So, wir brauchen wieder Metall. Wir brauchen 20 davon. Wir sind natürlich überladen. 4 davon. 2 hiervon. Ja, der Weg ist nicht weit. Dann können wir jetzt nämlich erstmal uns 2 Bronze basteln. Oh, Eisenhelm stand schon da. Hä? Ach nee.
Aber warum geht er denn jetzt? Jetzt steht Stufe 1 da. Dann nicht vorhin Stufe 2 da? Bin ich gerade doof oder war das was anderes? Ist das Eisenschwert? Eisenschwert braucht Stufe 2. Das hatten wir uns gar nicht angeguckt. Eisenaxt vielleicht? Ach Mist, und die Schuppenrüstung? Ach so, okay, die Rüstung braucht die 2. Ich glaube, da habe ich geguckt, aber der Helm geht auf der 1. Ja, gut, okay. Wir machen uns erstmal den Helm. Aber trotzdem bauen wir jetzt natürlich... Ja, uns fehlt noch Holz. Wie viel haben wir denn? 4 Holz haben wir einstecken. 1 fehlt. Wie sollte es anders sein? Wir bauen uns das Ding hier trotzdem auf die 2. Nein, jetzt... Ach, ich habe auf die 7 gedrückt, statt auf die 6. Jetzt haben wir den Trank benutzt. Das ist Verschwendung gewesen. Das war definitiv Verschwendung. Miede-Amboss-Verbesserung, genau. Einmal dahin. Jetzt haben wir die auf der 2, das passt. 5 Eisen. Haben wir sogar noch einstecken. Rüstung wäre dann auf 16 und aktuell hat es 14. Aber 5 Eisen ist mir gerade echt noch ein bisschen zu teuer. So, dann packen wir das rein. Dann machen wir uns jetzt doch ganz schnell auf den Weg dahinter. Eisen weg. Das weg. Ach, was mache ich denn? So rum. Der Helm kann weg. Den ziehen wir uns jetzt an. Eigentlich wollte ich Würstchen noch mitnehmen, aber wir machen es jetzt erstmal ohne Würstchen. Klang irgendwie komisch. Wir haben aber bloß noch ein Fleisch. Das heißt, wir nehmen uns mal noch... Habe ich denn den Honig schon wieder hingepackt? Jetzt, wo wir Zeitdruck haben... Das war Bernstein, ne? Ja, irgendwo habe ich den Honig. Hier habe ich den Honig. Nehme den Honig mal noch mit. So, dann können wir uns das reinfuttern, das reinfuttern, das reinfuttern, Honig runterpacken. Und dann machen wir uns jetzt nochmal ganz schnell auf den Weg in die versunkenen Krypten zurück. Den Schlüssel habe ich einstecken, das passt. Dass wir wenigstens 2-3 Minuten noch was von dem Met haben. Das hat mich jetzt geärgert, das muss definitiv hier rüber. Das ist sonst halt echt doof, wenn man sich da aus Versehen mal auf einer Taste verdrückt. Ja. Ach, nixe. Na komm doch her. Dein Fleisch hätte ich gern. Vielen Dank. Beziehungsweise deinen Schwanz. Aber das wollte ich jetzt so nicht sagen. Hm. Ja, mal gucken. Vielleicht treffen wir ja noch ein paar Schlammis, Schleimis, wie auch immer. Dann lassen wir uns mal angiften. Ich würde einfach gerne mal sehen, was es für einen Unterschied macht. Weil wir können es uns nicht direkt angucken. Steht hier, schützt vor Gift. Sehr resistent versus Gift. Ja, aber ein genauer Wert steht nicht da. Dann kriegen wir das jetzt noch schnell hier hin in der Folge, hoffe ich doch. Dass wir da hinten ankommen. Wir lassen uns nochmal angiften. Gucken, wie viel das ausmacht. Und dann starten wir in der nächsten Folge direkt im Dungeon. Und gehen da noch ein bisschen Eisen abbauen. Aber hey, wir haben unseren ersten Helm. So sieht er... So sieht er aus. Nein, so sieht er aus. Ist jetzt nicht spektakulär. Aber ich denke, dass die Schuppenrüstung bestimmt schon mal ein bisschen cooler aussieht. Wir laufen einfach gleich mal dahinter, wo die vorhin waren. Wir werden schon noch so einen Schlamm finden. Und dann würde ich halt echt gern mal wissen, was das ausmacht. Ja, eigentlich in den Dungeons selber ist der Giftwiderstand eigentlich gar nicht so wichtig, ne? Ja, bis jetzt habe ich da unten, glaube ich, noch keinen Schlamm gesehen. Oder keinen Schleim. Wie heißen die Dinger denn? Ich glaube, schlammig ist irgendwas. Da hinten ist einer. Aber hier so fürs Sumpfland selber ist das schon cool. So, komm mal her, schlamm mal rum. Schleimling heißen sie, Entschuldigung. Und 1,6. Das ist... Oh, Schlundegel. Aber auch der macht ja bloß Gift. Das heißt, wir können hier eigentlich gut durchbrechen, ne? So, Schlundegel, du darfst auch mal. Auch bloß 1,5. Halt immer die Frage, wie lange das hält, ne? 4 Sekunden steht oben. Naja, gut, aber ganz ehrlich, das geht. Klar, ein bisschen hat das jetzt auch abgezogen. Aber wir müssen ja nicht direkt... zu den Gegnern rennen und uns extra angiften lassen. Aber schaut mal, so können wir die im Nahkampf besiegen. Geht ein bisschen schneller.
und macht uns nicht so viel Schaden. Also das ist schon ganz okay. Weil die Schlundegel, die verlieren ja auch Blutsack und das brauchen wir auch für irgendwas. Muss ich nochmal genau gucken, was, aber die waren relativ wichtig. Damit wäre es schon cool. Hier liegt Eisenschrott. Damit wäre es halt echt relativ cool, wenn wir die mit dem Giftwiderstand ein bisschen besser besiegen. Naja, dann machen wir hier an der Stelle jetzt erstmal Schluss. Morgen 19 Uhr geht es dann wie gewohnt weiter und dann geht es hier ein bisschen mehr an den Eisenschrott. Ich danke euch, bis dahin, macht's gut.